Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth mit mir, DF, und ich möchte mich erstmal entschuldigen dafür. Ja, ich höre Ton. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich was höre. Also ob der Ton an ist. Ich möchte mich entschuldigen dafür, bevor wir hier reingehen, dass ich... Oder kann ich hier reingehen? Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass in der letzten Folge die Sequenzen mit Blut der Königin geruckelt haben. Was ist denn hier los für ein Käse? Selena. Es? Von einem Schokobo. Oh, moin. Ich habe keine Steine oder sonst was. Oh. Okay, die kommen und gehen, wie sie wollen. Aber das Blöde ist, die Chocobos sehen mich vor der Kanone. Wenn ich jetzt hier rausgehen würde. Kann auch nicht angreifen. Kann ich ja gegenrollen. Okay, die sehen mich. Ja, gut. Chocobo ist geflüchtet. Wiederholen, ja. Nur das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Weil die gucken vor der Kanone auf mich. Ach so, ich muss hier... Ja, sag das doch einer. Ich muss mich umdrehen und von oben... Oder ich muss Steine holen. Ne, Chocobo-Futter. Okay, das ist ein neues Konzept, von dem ich keine Ahnung habe, wie es ist, was man da machen muss. Ich denke mal, muss das Chocobo-Futter... Hier ist noch eins. In die Kakteen reinwerfen, oder was das da für komische Ballons da sind. Und dann kann ich da durch. Aber die kommen immer wieder. Okay, gut. Dann ziehen wir mal eine Runde und hier so vielleicht. Ne, warte, ich muss mit Viereck werfen. Okay, das war wahrscheinlich zu weit. Kamera, bitte sich auf den Chocobo werfen. Oder heißt das, der Chocobo sieht das, was ich da werfe? Okay, hier. Diese von Selena hat anscheinend... Was stand da? Hier, ich werfe mal auf dich. Gesehen von Selena. Ah, ich glaube, ich verstehe, was ich machen muss. Ich muss Selena zu mir locken. Wie gesagt, das ist ein neues Konzept, was mir auch nicht erklärt worden ist mit einem Tutorial oder sowas. Also ich muss von hier oben wahrscheinlich auch den Chocobo um die Kakteen rumführen. Ich werf mal. Hier, zack. Da kommen auch neue Dinger. Wirf Chocobo Futter um Selena. Okay, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ist ja auch nicht schlimm. Nur mit dem Controller zielen, das ist ja, da freue ich mich immer drüber. Okay, vielleicht muss ich warten, oder was passiert da, oder ist das das Leben von dem Chocobo, die Leiste? Wahrscheinlich muss ich in der Nähe, damit da der Kreis um Selena drumherum ist. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich gegen so einen Ballon werfe. Also Selena gegen so einen Ballon läuft. Ich
Aber hat erst Interesse an anderen Futter. Ja, komm, lauf. Natürlich was. Aber er läuft nicht weg, der Chocobo. Das ist schon mal was Gutes. Ich weiß nicht, was die Leiste unter Selena da bedeutet. Aber ich hatte anscheinend recht, dass die Chocobos hier in dieser Gegend blau sind. Wir warten mal. Oh, das ist ja ziemlich knapp. Komm mal ein bisschen näher dran. Geh mal ein bisschen näher dran, damit ich dich besser kontrollieren kann. Jetzt müssen wir nur so ein bisschen warten, bis die ganzen scheiß Kakteen da kommen und gehen. Ja, okay. Komm rüber. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das da machen soll. Ja, komm erstmal dahin. Wenn du das möchtest. Okay. Ja, jetzt kommen die Dinger. Muss glaube ich von da oben rum. Oder wie? Wie mache ich das am besten? Ich muss erstmal warten, bis die Dinger weg sind. Es ist interessant. Das sage ich mal, dass es interessant ist. Weil da es so langsam ist und man warten muss und alles, finde ich es nicht sonderlich gut. Okay, dann werfen wir mal den nächsten Futter, das nächste Futterding. Wenn das jetzt einfach hier, wo ich drauf ziele, weggehen würde, das wäre so schön einfach, aber so wird das nicht passieren. Geht bitte weg, ihr komischen Dinger. Ja, danke. Komm, Selena, hier, hau rein. Komm, lauf, bevor du gepiekst wirst. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das weiter? Ah. Okay. Ah. Das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ihr wollt, aber... Na toll. Der Chocobo ist geflüchtet. Jetzt ist die Frage, wie viel muss ich vom letzten Kontrollpunkt... Ja, wie viel muss ich wiederholen? Ich stehe doch nicht ganz wieder zurück da, oder? Ja, wo steht sie? Ich sehe es nicht. Ah, da steht sie. Ja, das ist ja was Feines. Okay, dann schnell das Ding werfen. Komm, hau rein. Okay. Ah, scheiße, die waren dann. Das war ein Fehler. Irgendwann haut Selena von alleine ab. Okay, ich muss mal noch ein paar Dinge einsammeln. Ah, da ist eine... Da, ich sehe. Da ist ein roter Kreis, den ich vorher nicht gesehen habe. Um das Ausrufezeichen herum. Und ich denke mal, das ist die Zeit, in der Selena da bleibt. Oder ist das ihr Leben oder sowas? Wie oft die gepiekst werden darf, bis sie abhaut? Ich hoffe, die ist weit genug nach vorne, damit die nicht gepiekst wird. Aber ich versuche nochmal so ein Ding... Da ein bisschen weiter nach vorne zu werfen, damit die jetzt von denen nicht gepiekst wird. Und dann hier die nächsten. Ja, noch so ein Ding einsammeln.
Komm, hau rein. Ich werf das mal dahin. Dann gehe ich da unten. Selena ist jetzt in Reichweite, schleiche dich an, bla bla bla. Habe ich nicht richtig lesen können. Ich meine mal, interessanter als so das normale Anschleichen. Wenn das jetzt nur normales Anschleichen nochmal gewesen wäre. Ja, ich weiß nicht, wie ich das gefunden hätte, aber lustig ist auch anders. Interessant aber, auf jeden Fall. Hallo Selena, wie geht's, wie steht's? Ich habe mich schon entschuldigt für das Ruckeln. Meeresschokos können sich mit ihrer Fertigkeit Schokojet Hände auf dem Wasser fortbewegen, setzt du auf der Wasseroberfläche mit zwei Schokojet ein, um dich mit einer gewaltigen Routine hoch zu katapultieren. Einen nicht ganz so kraftvollen Schokojet kannst du auch im Land einsetzen. Ja, ich brauch dich eigentlich gerade nicht, aber hey. Ah, die Musik, schön. Ich könnte mich versuchen, hierhin zu bewegen. Schokojet ist L2. Komm ich dann hier auch runter? Ja, komm ich. Die Eule kann mich mal. Ich will ein Türmchen. Okay, wir können auch das Item hier einsammeln. Wahrscheinlich bei den Kanickeln hier. Mehr oder weniger. Ich möchte mich entschuldigen. Ich habe es wahrscheinlich schon getan. Ich habe es aber vergessen. In dem ganzen Chocobo-Gedöns hier. Dass ich in der... Oh, ich habe eine Figur gesammelt. Dass ich in der letzten... in der letzten Folge... Gab's bei den. Was ist ihre Schwäche? Eis. Ziemlich schwach. Da gab's bei den Sequenzen von Blut der Königin. Also nicht beim Spielen selber, sondern bei den Sequenzen von. Ich habe seinen Namen vergessen, von dem Erfinder von Blut der Königin. Das zu ihm geschaltet hat und es so gekrisselt hat. So dieses Rauschen. Dann. Hier ist eine Chocobo-Haltestelle. Ich hole erstmal die Kisten hier. Da hat's geruckelt und teilweise Gear-Show war da auch. Und ich möchte mich dafür entschuldigen. Das lag daran, dass ich während des Aufnehmens noch DaVinci Resolve, mein Bearbeitungsprogramm, im Hintergrund laufen ließ und gerendert habe. Ja, komm. Jetzt müssen wir es mal kurz hin. Und das sollte ich nicht machen. Normalerweise läuft die Aufnahme von Konsolen ganz problemlos. Das Problem ist, durch das Rauschen ist die Bitrate in die Höhe geschossen. Also für alle, die Ahnung von Aufnahmezeug haben. Die wissen, glaube ich, was ich meine. Also die Bitrate ist in die Höhe geschossen und dann hat der PC das nicht mehr hingekriegt zu rendern und das Spiel aufzunehmen und dann, ja. Dann kam es zum Ruckeln. Komm, rüber da. Wieso ist da so ein Fluggedöns? Weil fliegen können wir doch nicht. Wir können nur den Wasserjet benutzen. Kann ich das hier kaputt machen? Oder kann ich das einsammeln? Ah, ich kann dann gleiten, wenn ich den... Dass sie genau dasselbe einsetzen wie ich. Okay, ich habe keine Ahnung, wie... Also, und überhaupt. Ein Chocobo-Gras, okay. Da ist noch eins. Ich glaube, es ist intelligenter, so von unten kommen. Wo ist das, wo ich hin will? Hier oben. Okay. Kann ich schneller? Ja, ich kann ein bisschen schneller schwimmen.
Ich weiß nicht, was ich mit dem Schokobo-Gras machen muss. Vielleicht kann ich dadurch höher fliegen. Ich muss hier hin. Dann absteigen. Also nochmal fette Entschuldigung dafür, dass ich da Kacke gebaut habe. Normalerweise versuche ich immer... Hallo, kennen wir euch? Dann kennen wir nicht Fälscher. Dass sich die Viecher gegen die Sephiroths und Cloud am Anfang gekämpft haben, im Rückblick. Oh nein, so. Eure Schwäche ist Eis. Wenn du die Ausführung von seiner Attacke Giftatem verhinderst, indem du seinen Kiefer zerstörst, wird der Schutz anfällig. Ich will schon. Es ist vorbei! Auf eine rosige Zukunft! Was? Nochmal Mutangriff. Ich weiß nicht, ob ich treffe. Jetzt dürfte ich aber treffen. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber ich setze halt Mutangriff ein. Weil man da wenigstens im Menü rumfummeln muss. Ich weiß, ich kann mir Shortcuts hier auf L1 legen. Aber ich möchte gerne das menübasierte Kampfsystem doch ein bisschen beibehalten. Aber Mutangriff ist auch eine starke Attacke, also deswegen, das wäre es irgendwie Quatsch auf der ersten Stelle, dann würde ich da auch was anderes machen. Aber da der Mutangriff auch eine gute Attacke ist, kann ich das auch gerne öfter mal einsetzen. Hier, vielleicht sollte ich mich heilen, aber kann ich vielleicht auch im nächsten Kampf. Okay. Hier ist es nicht. Ich wollte, glaube ich, zuerst die Türme fertig machen. Oder wenn Sachen in der Nähe sind, dann mache ich die Sachen auch in der Nähe. Aber ich glaube, ich versuche von Turm zu Turm zu kommen. Wir sind wahrscheinlich... Ja... Okay, weil wir hier nie wieder hinkommen werden, weil hier sonst nichts ist. Würde ich die Sachen dann doch schon gerne machen, die hier in der Nähe sind. Poké-Medaillen, wunderherrlich. Dann gehen wir wieder hier runter. Kann ich einfach runterspringen von hier? Sukubo. Wo ist er? Da ist er. Hier, da und dann hier runter. Ich glaube, ich gehe zuerst hier hin, weil das so wirklich komplett abgelegen ist. Auch wenn wir hier ein bisschen näher dran sind an andere Sachen. Ich weiß nicht, wofür diese Dinger sind. Das Schokobo-Gras, was nicht aussieht wie Gras, sondern eher wie eine Nuss oder sowas. Ah, komm, ist egal. Das sieht wie... Oh, sind das Bunker oder sowas? Das sieht alles wie Kampfareal aus. Was ich auch gelernt habe, ist, dass man das hier machen kann. Auf dem Chocobo das hochklappen. Dann geht das auch ein bisschen schneller, die Animation. Das wusste ich nur nicht, das habe ich in einem Video gesehen. Und, wieso wird das eigentlich gesagt? Ich sollte schweben. Oh, was ist das denn für ein lustiger Geselle? Das ist einfach irgendwie so ein Dämon am Rumlaufen. Das war's! Jetzt oder nie! Nochmal eine Analyse. Ich weiß, dass ich wenig KP habe, aber okay, was ist das? Ein Valron. Und die elementare Schwäche Eis, dieses Blutwesen aus, um es schockerfällig zu machen. Ja, sehr gut.
Ziemlich schwach. Könnt ihr aufhören, mich anzugreifen, während ich gegen den Wallronder kämpfe? Wieder gar auf Cloud. Aris. Natürlich ist er tot. Wo ist die Phoenix? Ah, ich will lieber einen Trank. Obwohl, wir haben so viele Federn, dann kann ich auch mal. Okay, dann ein Vita Gar, aber diesmal auf alle. Auf ein neues. So wird das nichts. Jetzt oder nie. Eisige Verkettung, weil das ist das Einzige, was ich eismäßig habe. Mit Cloud. Sehr gut. Ist das wunderschön, ey. Oh. Guck mal, Schwörungskurs. Du hast Alexander, ne? Ich mach das. Komm hier, Mutangriff. Na dann. Gut. Der ist hier. Ich muss irgendwie da lang, da hoch. Hier ist ziemlich offen, deswegen weiß ich nicht, ob ich hier lang darf, aber erstmal schon. Das ist so ein Steinchen, was man zerklumpen kann. Ja, zum Wissen, wo man zur S-Bahn hinkommt. Ach komm, lass mir das sein. Ich weiß auch nicht, was das Schoko-Gas macht. Ehrlich zu sein. Welche S-Bahn ist hier? Nochmal Odin, ne? Es heißt, dass das Wissen um Odin, den Herrscher über Krieg und Tod, in den Schreinen der Nebelregion schlummern soll. Odin soll auf seinem treuen Pferd Sleipnir aus dem Land der Toten kommen und jagt auf Seelen von gefallenen Kriegern nach. So überliefern es zahlreiche Legenden. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo das Ding hin ist. Also wie es aussieht, kann ich hier einfach hoch. Oh oh. Kann ich ja? Ja. Kamera gefällt es hier gar nicht. Hier in der Ecke. Ich glaube, wir sind schon da. Wo er sein sollen. Mehr oder weniger. Und noch so Valrons. Und tschüss! Eisige Verkettung. Eis war doch hier special. Ja. Eisige Verkettung. Gefällt ihnen, also das macht ihn nicht gerade schockanfällig, die eisige Verkettung. Jetzt aber. Ich hätte auch Impulshieb einsetzen sollen. Ja, nochmal den. Eisige Verkettung. Ich glaube, das war Gravitas. Das tut ein bisschen, tat ein bisschen weh. Ich habe aber Regener drauf, deswegen heile ich erstmal nicht. Mal eisige Verkettung. Eisige Verkettung. Ich könnte auch, das ist ein bisschen Overkill, aber ich könnte Neo-Bahamut beschwören. Aber das ist ein bisschen Overkill. Ich bin geschockt. Nudangriff, hau drauf. Ich habe auch ein Limit gehabt, aber der ist eh schon tot.
Jetzt ist die Frage, wo kamen wir her? Wo? Ich glaube, wir kamen aus dem Weg. Also von dem Weg. Ich müsste hier ins Wasser und dann hier weiter lang. Okay, nun Chocobo-Gras. Vielleicht da hoch. Ja, da ist noch so ein Ding, was man kaputt hauen kann. Muss nach da hinten. Weil ich hole erst das Item hier. Das ein Mori-Medaille, also 5 Mori-Medaillen sind. Also nach da hinten hieß es irgendwo. Hier durch. Aber hier war ja nur... Ach du Scheiße. War da noch Valgor? Ne, so einer. Oder hieß nie Valgor? War so eine Richtung. Val irgendwas. Ich sollte auf jeden Fall... Wieso sind die alle so nah hier? Ich sollte Klaut heilen. Was ist deine Schwäche? Eis. Aber ich muss dir deine Fresse polieren, was das jetzt Wort ist. Damit ich dir eine Fresse breche, damit du deinen komischen Kack da nicht mehr machen kannst. Okay, gut. Ich bin vergiftet. Wieso setzt du Vita ein? Das hat nur 450 geheilt. Was soll der Käse, Eris? Hast du keine Hobbys oder was? Verdammt! Das war's. Weiter hier lang. Ich bleib erstmal nicht auf dem Chocobo. Ja, war auch schon richtig. Oh, den Schrein. Gamma? Ist das Gamma? Ne, was ist nochmal dieses Y-mäßig aussehende? Einfach bitte Gamma. Doch, das müsste Gamma sein. X, Kreis, Viereck, Dreieck. Okay, X. Okay. Dann nochmal dasselbe Spiel nochmal. Oder sieht ziemlich cool aus. Ich habe nicht so direkt auf ihn geachtet, weil ich am Überlegen war, wie ich das hier mache. Dann hier, mal komm. Ich hab einen Fehler gemacht, nochmal versuchen. Meine Güte. Einfach ist das nicht. Ich bin ja ein richtiger Noob oder Kackboon oder wie du das auch immer nennen willst. In so Knöpfchen drücken, Minispielen. Zur richtigen Zeit die richtigen Knöpfe drücken. Da bin ich echt flash drin, ne? Deswegen bin ich froh, dass ich das hier geschafft habe. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Dass das so ein generischer Satz immer ist. Hier kann man einfach nur runter. Okay, ich wollte schon sagen, wo soll ich als nächstes hin? Ich meine, ich könnte auch zur Haltestelle und das ein bisschen beschleunigen, aber gehen wir zuerst hier hin. Ja, aber wir wollen auch ein bisschen von der Welt sehen, deswegen, Ja. Und dann, okay. In die Richtung. Ungefähr. Ist das schneller? Ich habe nicht so die Ahnung davon, ob das schneller ist. Aber ich finde es cool, dass das so eine Art Fliegen ist, obwohl wir Fliegen schon hatten mit dem Chocobo. Aber es ist eher eine freiere Form des Fliegens und man muss nicht irgendwie Strömungen finden, also Luftströmungen, die einen nach oben treiben, sondern man kann einfach
L2 drücken und dann fliegt man so ein bisschen hier in der Gegend rum. Also richtiges Fliegen ist es jetzt auch nicht, aber ich finde schon, also ich kann schon nachvollziehen, warum die kein richtiges Fliegen hier ins Spiel getan haben. Also kein freies Fliegen. Eisige Verkettung. Eisige Verkettung. Eisige. Wie viele ATB-Einheiten habe ich denn? Da bereit. Ich warte mal, bis er runterkommt. Okay, danke. Bessere Offensive. Wieso geht schon unten? Also von unten nach oben. Wenn im Prinzip auf der dritten Stelle ist. Bringen wir es hinter uns. Ich bin auch am überlegen, ob ich hier dieselbe Technik, also Technik, denselben Plan anwende wie bei Unicorn Overlord, dass ich einfach sage, komm, ich spiele das Spiel jetzt einfach durch. Und nehme erstmal dann auch nichts anderes auf. Aber ich weiß nicht, wie intelligent das ist, weil ich habe wirklich nicht mehr viel von Shinmaker mit Tensei 5 Vengeance. Habe ich nicht mehr so viel. Upsi. An. Scheiße. Ich hätte doch warten sollen. An. Wollen. Und jetzt nur sich hier auf Final Fantasy konzentrieren. Ich weiß nicht, wie gut das wäre. Aber dann. Hau drauf. Oh, mach weg. Meine Schwäche war auch Eis. Aber das ist mir egal, weil ich soll ja dein Maul wäschen. Also ein Kiefer oder sowas. Das werde ich wahrscheinlich mit starken Attacken machen können. Ich hab mich ganz schön ins Zeug gelegt, oder?